Immunsystem stärken. Wie schaffst du es, das Immunsystem so zu stärken, dass du an deinem schlechtesten Tag es dir besser und du gesünder bist als die anderen links und rechts an ihrem besten? Wie kannst du das Immunsystem so hochfahren, dass du sagst, hey, jetzt kommt Winter, jetzt kommt Herbst erstmal und ich werde auf keinen Fall krank. Du bist wie der Fels in der Brandung. Dein Immunsystem ist so stark, dass du sagst, hey, ich bin der Panzer. Lass mich durch, ich werde sowieso nicht krank. Möchtest du ein paar Tipps und Tricks wissen, wie du das Immunsystem hochfährst? Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Und mein erster Tipp für dich ist, um das Immunsystem zu stärken, umarme deine Lieben, küsse sie und lache. Habe positive Gedanken. Jetzt wirst du sagen, stopp. Das ist doch ein Apotheker. Warum sagt er mir so etwas? Und jetzt erkläre ich dir, dass ich genauso gedacht habe wie du. Dass ich genauso gedacht habe, was soll das denn? Aber eine Harvard-Studie zeigt, dass das Immunsystem durch das Kuschelhormon Oxytocin maximal geschützt wird. Und es wird nur bei verschiedenen Prozessen im Körper nach oben gefahren. Und das gehört dazu, dass man körperliche Nähe hat, dass man sich mit seinen Liebsten einfach mal umarmt, dass man lächelt, dass man sich freut, dass man positive Gedanken hat. Und dadurch wird Oxytocin maximal gebildet. Und dann hast du den Vorteil, wenn Oxytocin hoch ist, dass das Stresshormon Cortisol runtergefahren wird. Und du hast einen ganz natürlichen Schutz. Deswegen mein erster Tipp. Weiterhin, warum lachen positive Gedanken? Genauso in dieser Studie wurde gezeigt, dass die T-Killer-Zellen, also die richtig auf den Virus reinhauen, bevor er überhaupt richtig in dem Körper aktiv werden kann, dass die hochgefahren werden durch positive Gedanken, durch Lachen, durch positive Ausstrahlung. Und wenn du wissen möchtest, wie es sich anfühlt, dass du derjenige bist, wo die Leute fragen, hey, wieso bist du so gut drauf, was ist denn los, wie schaffst du es denn gesund zu bleiben, alle sind krank, du nicht, dann ist das ein Tipp, wenn du den verfolgst, der ist richtig, richtig gut. Und der kostet auch nichts. Der zweite und elementare Tipp ist, ernähre dich richtig. Ernähre dich richtig, weil das ist sowas von wichtig, besonders jetzt in der jetzigen Jahreszeit, wenn es immer dunkler wird, wenn es immer stürmischer wird. Kannst du dir auch vorstellen, warum das so ist? Ja, wir gehen immer mehr in Räume rein, die Schleimhäute trocknen aus, das ist alles klar, das haben wir alles schon gehört. Und ich empfehle bei der Ernährung, das hat bei mir unglaublich gut geholfen, die Mind Diet, die ist super gut. Und warum? Für den Kopf. Warum? Ernährung für den Kopf, für das Gehirn und für die Emotionen, weil es auch für den Darm sehr gut ist. Und über 50% der Energie braucht der Darm und der Kopf. Und wenn du die richtig mit richtig guten Nährstoffen versorgst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Dann bist du schon auf der richtigen Seite. Und diese Ernährung ist sehr ballaststoffreich. Das ist für den Darm sehr gut. Ballaststoffe, da mache ich auch nochmal ein Video zu. Wirklich sehr, sehr spannend das Ganze. Ist Obst und Gemüse. Und wir haben verschiedene Komponenten, aus was die Mind Diet noch besteht. Aber das nur mal im Kurzen dazu. Also, das ist ein wirklicher Booster. Da hast du wirklich richtig viel davon, weil du auch gar nichts supplementieren musst. Du musst nichts anderes machen, außer dich gesund zu ernähren. So, dann der dritte Punkt, um das Immunsystem zu stärken, das Immunsystem fit zu machen für den Herbst, für den Winter, das ist natürlich Abhärten. Abhärten hast du mit Sicherheit schon gehört, aber warum ist Sauna, Wechselduschen oder Wechselfußbäder so sehr entscheidend? Weil dein Blut ist der Kraftstoff mit Autobahnen durch deinen ganzen Körper ziehen, die das Immunsystem einfach befördern. Und wenn das Blut schneller zirkuliert, wenn dein Kreislauf hochgefahren ist, dann hat so außenstehende Sachen einfach keine Chance mehr. Dann ist dein Immunsystem so stark wie ein Panzer, wie der Fels in der Brandung. Ja? Das Immunsystem ist dann einfach auf Höchstlevel. Wenn du diese Wechselduschen machst, am morgens am besten eine kalte Dusche, dann mal ein bisschen heiß, das ist einfach perfekt. Schlafen, auch ein sehr wichtiges Instrument. Man sollte zwischen 7 und 8 Stunden schlafen. Du kannst auch zwischen 6 und 8 Stunden schlafen, aber über 6 Stunden sollte es schon sein. Und 8 Stunden ist so
Das ist auch das Ideale. Das heißt, wenn du schläfst, kennst du mit Sicherheit, der Körper erholt sich im Schlaf. Das ist wegen dem glymphatischen System, weil das im Endeffekt die Giftstoffe raustransportiert. Das bedeutet, Schlafen ein elementarer Punkt für das Immunsystem. So, und wenn du jetzt sagst, ich bin noch Apotheker, kannst du mir nicht irgendwas noch empfehlen zur Vorbeugung? Okay, ich gebe dir ein paar Sachen, die getestet wurden, auch durch Studien belegt sind, dass sie helfen, wenn du dich auch nicht gut genug ernährst. Das ist Zink. Zink würde ich immer als Zinkhistaminkomplex nehmen. Dann Eisen, Vitamin B-Komplex, Vitamin D und Vitamin C. Kannst auch noch Selen dazu nehmen, aber das sind die Komponenten zur Stärkung des Immunsystems, die ich dir als Apotheker empfehlen kann. So, wenn du noch Fragen zum Thema Immunsystem, Immunsystem stärken hast, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann danke ich dir für einen Like und wenn du für mich den Kanal noch abonnierst, dann ist alles super. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal mit dir. Mach's gut, dein Frank.